letzten Video habt ihr gesehen, wie ich diesen kleinen Würfel hier gefunden habe. Ramalatnis Gabe. Ich hatte angekündigt, dass ich bis hierhin weiß, was ich damit machen möchte. Weiß ich aber absolut nicht. Weil keine Waffe. So. Da brauchen wir... Oder das müssen wir ändern, sagen wir es so. Ich habe hier noch zwei große Portal-Schlüsselsteine im Inventar rumfliegen, genauso wie 14 Schlüsselsteine der Prüfung. Wir machen jetzt einfach mal hier das große Nephalem-Portal Stufe 7 und hoffen einfach, dass uns hier am Ende eine legendäre Waffe vor die Füße fliegt. Am besten eine Zweihandwaffe, das wäre schön. So, lassen wir uns einfach mal überraschen. Also, NS Ironic. Ach, das ist ein Kumpel von mir, wie ich sehe. An dieser Stelle, hallo Sascha. Falls du dieses Video siehst, fühle dich gegrüßt. Schön, dass du meinem Spiel beigetreten bist und jetzt dafür sorgst, dass mein Templar weg ist. Noch nicht bereit. Nun denn. Hilft ja alles nichts. Weiter geht's alleine. Tja. Theoretisch habe ich auch keine... Jetzt ist er wieder gegangen. Aha. So, da ist auch mein Templer wieder. Kann jetzt leider nicht antworten hier. Also, Sascha, hier ist der Beweis auf Video. Guck's dir an, wenn du dich im Nachhinein wunderst, warum ich nicht geschrieben habe. Ne? An mir liegt's nicht. So. Wir schlagen uns hier mal weiter durch. So, die Machtkugel nehmen wir da mit. Die gibt einen kleinen Schadenspush. Wollen wir nicht verschenken. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich, obwohl mein Gear glaube ich gar nicht so schlecht ist, aber einfach unheimlich lange brauche für diese großen Rifts. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist oder das wirklich so ist, aber gut, natürlich nehme ich, habe ich nicht so viel Movement Speed wie andere Spieler am Start und ich spiele auch nicht mit Sprung oder Sprint oder was weiß ich. Sollte ich vielleicht mal tun. Aber ich trenne mich so ungern von meinen Fähigkeiten, wenn ich mich an eine Sache gewöhnt habe. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Go, go, go! Ab durch die Gänge hetzen hier. Och. Weit und breit kein Gegner. Zum Kotzen. Das ist nicht die, die ich suche. Hier. Jetzt aufs Maul für die grimmigen Gespenster. Und... Naja. Mit Blick auf die lila Leiste kann ich schon ein wenig absehen, dass ich nicht wirklich schnell unterwegs bin. Nicht mal zur Hälfte voll das Teil. Aber schon bald ein Drittel der Zeit weg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist... suboptimal. Ich bin semi-begeistert. So, dann hier natürlich noch einer mit Blockerfähigkeit oder abschirmend, der mir zusätzlich Zeit raubt. Und am Ende, ich sag's eigentlich jetzt schon mal voraus, es wird sowieso nichts droppen, was ich brauchen könnte, schon erst recht keine Waffe. Alles andere wäre ein großes Wunder. Okay,
nämlich hier auch mal auf die neue Ebene des Portals gelangen. Wäre ganz nett. So. Türchen nicht vergessen. Nicht irgend so ein Schwein hier andauernd in den Arkan-Vortex da reinkickt. Oder in diese Strahlen. So, Ebene 2. Ab geht's. Go, go, go. Ja, super. Jetzt auch noch verklickt und schön meine besten Fähigkeiten gezogen. Ja. Ganz so gut läuft's gerade nicht. Komm, 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 komm. Hätte ich jetzt gerne mit meinem Hammer reingehauen, als sie alle zusammen auf einem Fleck waren. Hier. Leichenepiker. Der Templer lebt auch noch. Finde ich sehr überraschend. Normalerweise krepiert er immer. Langsam füllt sich ja unser Balken. Fetze, so 2-3 Minuten dürfte es noch dauern, aber vielleicht habe ich ja Glück. Lassen wir hier mal den Vulkan liegen, in der Hoffnung, dass er noch ein paar Gegner mitnimmt. So, da oben sieht es wieder nach einem... Sehr schön, da oben gibt es wieder ein paar Blups einzusammeln dann gleich, wenn ich hier mal rauskomme. Steht mal einer. Oh. Jetzt habe ich hier. Ach. Lass mich durch. So, gleich geschafft. Hälfte der Zeit ungefähr rum. Hätte besser laufen können, aber es geht noch scheinbar. Also. Ich glaube, mit denen hier reicht es noch nicht für den Portalwächter. Nee. Also eine Gruppe noch oder ein paar normale Mobs, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, ich sollte mir mal überlegen, ob ich nicht doch mal für so Sachen Sprung und Sprung und Sprint mitnehme. Das heißt ja, glaube ich, Sprung. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber zumindest für hier die großen Nephalem Rifts könnte es sich lohnen. Zumindest vom Schaden habe ich ja nicht so Probleme. Eher, dass ich zu langsam durch die Gänge komme und zack. Ja. Beinschutz. Juhu! Da ist ein Z-Teil gedroppt. Nett. Mal gucken, ob ich das gebrauchen kann. Wie immer ein legendärer Edelstein. So, was habe ich hier? Rekors Beinlinge. Hoffentlich nicht nochmal dasselbe. Blackthorns Tjost Kettenrüstung. Jo, nö. Glaube ich, brauche ich nicht. Aber packe ich mal in meine Truhe rein. Schlüsselstein aufwerten, gibt einen Stein der Stufe 10. So, wir porten uns zurück, sacken unsere XP-Belohnung ein für dieses Portal und dann leite ich schon mal wieder die Verabschiedung ein an dieser Stelle. Danke euch fürs Zugucken. Falls ihr mal mit mir zocken wollt, sagt nur Bescheid. Einfach per Kommentar hier unter dem Video, was weiß ich. Irgendwie findet ihr mich schon. Ansonsten
abonnieren. Ihr wisst schon, Facebook checken, Blog checken, da gibt es weitere Infos. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ich sage tschüss und bis dann.